möchte beginnen, wie gerade bei meiner Rede unten auf der Veranstaltung auch schon, zunächst mal mit einer Gratulation an die Messe, an die Veranstalter. Denn dadurch wird deutlich, dass in diesen drei Tagen mit all den Veranstaltungen drumherum zum einen der Messestandort Essen ein nach wie vor sehr attraktiver ist, der ein solches Zukunftsthema hier beheimatet, dass wir aber insgesamt natürlich auch froh sind, dass ein für die nationale Debatte so zentrales Thema hier in Nordrhein-Westfalen nach wie vor und auch künftig seine Heimat hat und dass alles, was irgendwie Rang und Namen hat, das sehen Sie zum Teil an der Zusammensetzung dieses Podiums, das sehen Sie an den vielen Veranstaltungen, die wir haben, das sehen Sie an den vielen Veranstaltungen, die am Rande der Messe stattfinden, Tag der Kommunen, Tag der Konsulate, Forum Energiewende, all die Dinge sind gerade von Ihnen schon genannt worden. Alle, die ein bisschen etwas beitragen wollen zum Thema Energiewende, sind jetzt und in diesen Tagen hier in Essen. Und das ist für uns alle, glaube ich, ein ganz wichtiges Signal. Wir wollen dieses verstärken, indem auch deutlich wird, gerade gleich bei unserem Rundgang, bei verschiedenen anderen Anlässen im Rahmen der nächsten Tage, wo Gespräche stattfinden, hier in Düsseldorf, an anderen Orten in Essen, dass NRW ein wirklicher Motor sein wird bei der Gestaltung der Energiewende, dass wir nicht jammern über all die Belastungen, die es auch gibt, sondern dass wir ganz tatkräftig uns den Herausforderungen stellen wollen. Dazu gehört es, und da wird der Kollege sicherlich gleich auch noch einmal darauf Bezug nehmen, dass wir den Rückstand, den uns 5 Jahre des politischen Stillstands in NRW eingebracht haben, versuchen aufzuholen, dass manches Ungleichgewicht, was wir im Bereich der Finanzströme haben, genau darin seine Ursache findet, dass eben über einen zu langen Zeitraum wir beim Ausbau der Erneuerbaren nicht vorangekommen sind, dass wir dieses, auch die Ministerpräsidentin hat das gestern noch mal zum Ausdruck gebracht, wettmachen wollen. Das ist dann auch eine Frage des Dialogs mit anderen Bundesländern, denn wir wollen ja, dass es eine Energiewende gibt und nicht 16 verschiedene. Auch das gehört mit dazu. Aber wenn wir über den Motor der Energiewende sprechen, dann sind 2 andere Dinge aus meiner Sicht ebenfalls von großer Bedeutung. Da ist zum einen, dass wir das Land sind, das die Versorgungssicherheit in Deutschland sicherstellt. Bei all dem Ausbau der erneuerbaren Energien, bei all den Forschungs- und Entwicklungschancen beim Thema Speichertechnologie ist vollkommen klar, dass wir auch für einen noch sehr langen Zeitraum konventionelle Energieerzeugung brauchen. Und wenn wir darüber sprechen, wie zum Beispiel auf der Grundlage eines Vorschlages von Frau Müller und ihrer Organisation, wir auch sicherstellen, dass es künftig möglich ist, konventionelle Kraftwerke rentabel zu betreiben. Nicht alle, die jetzt existieren und nicht alle, die noch gebaut werden sollen, da wird es sicherlich weniger geben. Aber dass das vom Grundsatz her jedenfalls mal angepackt werden muss, und da hat der BDEW ja entsprechende Vorschläge geliefert, dass wir jedenfalls sagen, ein solcher Mechanismus muss natürlich insbesondere im Blick haben, das, was es an Kapazität schon gibt und nicht das, was überall irgendwo noch an Ideen da ist, was noch neu gebaut werden müsste, insbesondere im Süden der Republik, sondern dann reden wir auch darüber, wie kriegen wir das, was wir schon haben, eigentlich wieder entsprechend gestützt. Der zweite wichtige Punkt ist der, oder der insgesamt dritte, aber den ich jetzt noch machen will, warum wir in NRW Motor sein können, sind die vielen Industrieunternehmen, die an der erfolgreichen Gestaltung von Energiewende mitwirken. Ich rede jetzt mal ausnahmsweise, weil das wissen Sie eh, dass ein Wirtschaftsminister aus NRW über Ausnahmetatbestände für energieintensive Industrien reden muss. Da können Sie dann gleich nochmal nachfragen, das lasse ich jetzt mal weg. Sondern ich rede über die Rolle, die zum Beispiel die Unternehmen in der Elektroindustrie in Nordrhein-Westfalen haben, weil sie sich im Bereich der Gebäudeautomatisierung, der Gebäudeautomation so hervortun, weil sie dort Weltmarktführer sind. Was wiederum einen enormen, wenn wir es entsprechend begleiten und die Nachfrage dafür dann auch ausreichend stark da ist und es bezahlbar ist, was dann einen riesigen Fortschritt im Bereich der Energieeffizienz, der Energieeinsparung mit sich bringt. Da sind nordrhein-westfälische Unternehmen nicht selten, fast durchgängig mittelständische Unternehmen an vielen Stellen des Landes sehr gut unterwegs.
Wenn es uns dann noch gelingt, mit zum Beispiel der chemischen Industrie an solchen Themen zu arbeiten, wie können eigentlich Abfälle des einen Rohstoffe des anderen werden, wie können wir im Bereich von Kreislaufwirtschaft uns noch besser aufstellen, dann bin ich davon überzeugt, dass NRW wirklich einen ganz entscheidenden Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten wird, dass wir aber dann eben im Endeffekt, wenn man irgendwann mal einen Strich drunter ziehen wird, auch wirklich zu den Gewinnern einer solchen Entwicklung gehören werden und nicht zu den Verlierern. Wenn Energiewende richtig gut gelingt, dann produziert man davon auch möglichst wenige. Wir haben aber in letzter Zeit den Eindruck, dass manche den Eindruck erwecken wollen, als ob sie damit nichts zu tun hätten. Sie brauchen keine neuen Kraftwerke, sie brauchen keine neuen Leitungen, sie brauchen eigentlich gar nichts. Irgendwie klappt das dann so. Vielleicht ist das nach Kommunalwahlen anders. Aber das, was zurzeit für einen Eindruck erweckt wird, auch darüber habe ich gerade unten versucht, schon mal zu sprechen, nach dem Motto, es gibt keine Belastung, das halte ich für wirklich großen Unsinn. Man muss in den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern darüber eintreten, dass es eben neue Netze braucht, dass es konventionelle Kraftwerke braucht, dass es irgendwo auch Pumpspeicherkraftwerke beispielsweise braucht. Also Sie können ja die, oder Windparks braucht. Sie können die ganze Breite, es ist überhaupt kein Gegeneinander, sondern bei all diesen Projekten haben wir es mit Akzeptanzschwierigkeiten zu tun. Und wenn man dann so tut, wie manche politisch Verantwortliche, als ob man das alles mit einem Handstreich irgendwie lösen könnte und es unsichtbar zum Gelingen der Energiewende käme, dann muss man dem auch mal entgegentreten und sagen, das wird nicht so sein. Lass uns lieber in eine sehr offene und transparente Diskussion über diese Themen einsteigen und dann über die Lösungen diskutieren, als wenn wir so tun würden, als wenn wir das alles gar nicht bräuchten. Vielen Dank.